jetzt noch dran, aber ich muss trotzdem noch mal was loswerden. Ja. Du hast völlig recht. Ja. Also gerade die eher etwas dogmatischeren vegan lebenden und insbesondere rohköstlich lebende Menschen, die glauben oftmals, dass sie das nicht nehmen müssen. Und deswegen bin ich auch mit B12 so bewandert, weil das war, ich vielleicht vor 28 Jahren, diese Geschichte, ich glaube, ich habe sie dir schon mal erzählt. Ja, da kam eine junge Frau zu mir in die Praxis, die hat gerade entbunden und das Kind war, ich weiß es nicht mehr, wenige Wochen alt und lag völlig apathisch in den Armen dieser Frau. Und ich habe die Frau gesehen, wusste sofort, dass sie Rohköstlerin ist. Es ist ja so eine bestimmte, die haben so eine bestimmte Haut, so eine bestimmte Ausstrahlung. Und ich habe dann sie gefragt, ob sie denn B12 nimmt. Und dann sagt sie, dass sie seit vielen Jahren Rohköstlerin ist und nicht substituiert hat. Und dieses Kind, das wäre verstorben, wenn die Frau 2 Tage später zu mir gekommen wäre, weil sie einen absoluten B12-Mangel hatte. Da war nichts mehr. Und die Frau hat sich im Übrigen auch drauf verlassen, weil da hieß es ja noch, viele Jahre habe ich, wenn ich vorher Fleisch und Milch gegessen habe. Das ist einfach nicht so. Nee. Und vor allen Dingen, wenn man schwanger ist, dann verbraucht man viel, viel mehr noch schneller. Und also unbedingt substituieren.